Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video in meiner Challenge zu mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein. Für alle, die hier neu auf meinem Kanal sind, ich bin Julia, ich bin Mama von 2 kleinen Kindern, ich bin alleinerziehend und ich habe den Audiokurs gebaut mit mehr Selbstvertrauen, Mama und Frau sein. Und in diesem ersten Video der Challenge möchte ich euch 10 Tipps mit an die Hand geben, wie ihr selbstbewusster sein könnt, auch in schwierigen Situationen. Und wir starten sofort mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 ist die Selbstannahme und der Gedanke, ich kann mir Fehler erlauben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht ständig verurteilt, denn jeder Mensch macht Fehler, wir sind keine Maschinen, es ist uns eigentlich bewusst. Und dennoch machen wir uns ganz oft für ganz, ganz klitzekleine Fehler unglaublich selbst fertig. Und das ist so der erste Punkt, du darfst dir Fehler erlauben. Das ist völlig in Ordnung, das ist überhaupt nicht schlimm, das ist menschlich. Der zweite Punkt ist Selbstvertrauen und der Gedanke, ich kann wachsen. Also das Selbstvertrauen in dich, dass du größer werden kannst, dass du wachsen kannst, dass du Dinge verändern kannst. Das heißt, der Glaube an dich selbst, der Glaube, dass du die Herausforderungen des Lebens meistern kannst, egal was dir da in den Weg kommt. Und dass du alles erreichen kannst, was du dir vorgenommen hast. Drittens ist das Selbstbewusstsein. Ich kenne mich selbst. Darüber haben wir in letzter Zeit viel gesprochen, um dieses, wie lerne ich mich selbst kennen, wer bin ich überhaupt? Und das sind wirklich so 3 Schritte. Also erstmal finde heraus, wer du bist. Darüber haben wir bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen schon mal gesprochen, was du konkret tun kannst, um herauszufinden, wer du eigentlich bist. Zweitens. Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist. Das ist die Werteübung natürlich ein wunderbarer Anfang dafür. Und drittens, definiere deine Grenzen. Sage, bis wohin du gehst und bis wohin nicht mehr, gerade auch im Umgang mit anderen Menschen. Der vierte Punkt ist Authentizität. Der Gedanke, ich bin echt. Je mehr du lernst, dich selbst zu akzeptieren, umso echter, umso authentischer wirst du und das macht dich viel, viel sympathischer. Es gibt dir so ein Gefühl von Freiheit, weil du aus dieser Schale ausbrechen kannst, aus diesen Mauern ausbrechen kannst, die du um dich gebaut hast, um nicht zeigen zu müssen, wer du eigentlich wirklich bist. Das fünfte ist auch super, super wichtig und zwar ist das Selbstfürsorge. Ich erlaube mir meine Bedürfnisse. Also ich erlaube mir auch als Mama, dass ich das Bedürfnis habe, einfach mal in Ruhe gelassen zu werden. Mir meine 5 Minuten täglich zu nehmen, das hat auch was mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun, denn du musst dich gut um dich selbst kümmern. Das kann niemand anderes für dich übernehmen, das ist deine Aufgabe. Der sechste Punkt ist, dass du auch auf deine Stärken schaust. Das heißt, du weißt, was du kannst und du weißt auch, was du noch nicht kannst. Und wenn du dir jetzt im ersten Moment deiner Stärke eigentlich gar nicht bewusst bist, dann nimm dir gerne mal einen Zettel, nachdem dieses Video zu Ende ist, und schreib 5 Dinge auf, 5 Dinge, die du richtig gut kannst. Und wenn es ist, dass du richtig gut vorlesen kannst, aber das ist eine Stärke, schreib 5 Dinge auf, die du gut kannst. Vielleicht schaffst du es auch auf 10 Dinge. Und das sind deine Stärken. Und immer wenn es dir wieder mal schlecht geht und dein Selbstbewusstsein ganz, ganz weit unten ist, dann nimm dir diese Liste wieder hervor und liest dir durch, was eigentlich deine tollen Stärken sind. Der 7. Punkt ist Selbstverwirklichung. Und das heißt, ich lebe meine Werte. Also wir haben mal in der Vergangenheit zusammen so eine schöne Werteübung gemacht, wo wir herausgefunden haben, was von jedem von euch die einzelnen Werte sind. Und es ist super wichtig und es stärkt dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen, wenn du auch nach diesen Werten lebst. Das heißt, wenn du Entscheidungen nach diesen Werten triffst, wenn du dein Leben genau danach ausrichtest. Der 8. Punkt ist tatsächlich, ich löse meine Probleme. Auch das hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du deine Probleme löst. Das vermittelt dir auch ein Selbstvertrauen in dich, denn du weißt, dass du alles schaffen kannst, wenn du anfängst, deine Probleme selbst in die Hand zu nehmen und sie auch zu lösen. Der 9. Punkt ist, sei freundlich zu dir. Achtet mal morgen darauf, wie ihr mit euch sprecht. Hört da mal rein, da läuft ganz viel im Hintergrund ab, aber hört mal drauf, wie ihr mit euch sprecht. Verurteilt ihr euch? Seid ihr gemein zu euch selbst? Und überlegt dann, würdet ihr mit euren Kindern oder eurer besten Freundin so sprechen? Ich glaube nicht.
Und ihr solltet euch selbst genauso lieben wie eure beste Freundin, wie eure Kinder. Da gibt es keinen Unterschied. Und achtet mal darauf, dass ihr euch selbst gut behandelt. Und der 10. und letzte und eigentlich auch wichtigste Punkt ist, ich gehe kleine Schritte. Wenn du Veränderungen bewirken willst, wenn du selbstbewusster werden möchtest, wenn du mehr Selbstvertrauen in dich haben möchtest, dann geh ganz, ganz kleine Schritte. Und der erste Schritt war, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Die nächsten kleinen Schritte sind, dass du dir die nächsten Videos anguckst und dass du auch die klitzekleinen Übungen mitmachst, die ich dir immer wieder in den Videos sage, empfehle, die du tun kannst. Geh ganz kleine Schritte. Das wird dich in deinem Selbstvertrauen stärken, weil du weißt, kommt wieder zu einem Punkt von vorhin, dass du anfängst, deine eigenen Probleme zu lösen, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen und du weißt, du kannst es alles schaffen. Ich hoffe, dieses erste Video meiner Challenge hat dir gefallen und wir sehen uns dann zu Video Nummer 2 ganz bald wieder.